Hallo und willkommen zurück zu The Fall of the Dungeon Guardian. Das ist jetzt schon in der Zukunft nach der Folge, die ich gerade aufgenommen habe und die jetzt hier danach kommt. Ich wollte eine kleine Warnung vorweggeben, dass ich fast nur am Herumirren bin. Also es ist nicht unbedingt die spannendste Folge. Wenn ihr also direkt zu dieser Stelle hier springen wollt, dann könnt ihr auch das Video überspringen. Wenn ihr euch das Video tatsächlich angucken wollt, dann empfehle ich vielleicht in YouTube unten auf das Zahnrad zu klicken und dort den Speed auf zweifach zu stellen. Denn es passiert wirklich für den Großteil des Videos absolut gar nichts. Also, ja, dann mal verabschiede ich mich an der Stelle und sag mal viel Spaß mit der Folge. Bis denn. Hallo und willkommen zurück zu The Fall of the Dungeon Guardians. Und ja, ich bin wieder durch die Gegenstände gegangen. Die beiden Gegenstände habe ich als Unsinn identifiziert. Wobei Nacken. Ah ja, genau. Weil ich die da durch was. Das ist so eine nette Kette, aber die anderen sind besser. Also erstmal haben wir den Ring, der geht an den Magier. Ich kann mal die Pause wegmachen, damit er sich mal wieder regenerieren kann. An den Magier und da kommt Ältesten weg. Genau. Und dann habe ich die Kette, die geht an den Tank, die erste. Schwupp. Dann das weg. Oh, das Buch habe ich vergessen, aber das dürfte ohnehin mit Willenskraft und Crit nicht besonders gut sein. Dann haben wir die Kette, die geht an den Mage. Mhm. Und dann haben wir noch ein Schmuckstück, das geht an den Ranger. Und das trage ich jetzt hier gerade noch ein, aber das ist eigentlich ziemlich unnütz. Foliant trägt der Mage. Ja, Aufmerksamkeit, Willenskraft. Ich trage es mal gerade ein. Ich glaube aber Buch des Lichts. Ich denke, das schon so gut beurteilen zu können, ohne dass ich das jetzt in Werte aufschlüssel, dass ich sagen kann, dass das Unsinn ist. Ja, das ist kompletter Crap. Okay, ja, dann packen wir das hier auch weg und dann können wir auch wieder weitermachen und hier das Ding erkunden. Damit hatten wir unten die Tür geöffnet. Mhm. Muss ich mich mir hier gerade. Genau, da sind wir hergekommen. Können wieder hier dieses Ding auf den Boden legen und gucken, ob das vielleicht irgendwo was triggert. Aber das scheint nicht so. Bin vom roten reptilischen Tod. Hm. Mhm, zwei Wege. Ist das eine Treppe oder? Ja. Pff, aber eine Sackgasse. Ha, na gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Und Schlangen. Flop. Naja, machen wir mal hier. Flop, flop. Und flip, flip, den hier setzen wir in CC. Das hier können wir direkt machen. Gebams. Giftige Spucke. Na, die andere haben wir jetzt auch da rausgekickt. Na, der Pfeilregen ist schon ganz gut mit der Armbrust. Mhm, nächster.
Was sind die Null? Lootung. Ist ja nicht so doll. Aber macht halt Bedrohung. Oh, einen Bogen. Sehr schön. Hyäne, wenn er jetzt super gut ist. Ach, die hatte gar keine Armbrust mehr. Die hatte ich schon ausgetauscht. Ja, wie dem auch sei. Ja gut, dann wird der... Naja, die 10 Beweglichkeit, die sind halt so stark. Das ist wahrscheinlich egal, ist es der 1 mehr Schaden macht. Das gucke ich mir jetzt auch direkt mal an. Bogen. Bogen der Hyäne. 10. In so einem Bogen kann halt schon einen netten Damage Boost, naja, theoretisch machen, aber der wird sicherlich keinen bringen. Weapon Damage 22. Dann haben wir Hast nicht. 34 Treffer. Da müsste ich mal gucken, wie viel die grundsätzlich schon gesammelt hat. 74. Ja, die ist minimal. Der Bogen ist minimal schlechter als der, den die hat. Die hat 2,9 Trefferchance. Ja. Ja. Nee. Nee, doch, der, den sie hat. Doch, der ist besser als der, den sie hat. Aber wirklich nur minimal. Also, nach den Werten, die ich mir hier aufgeschrieben habe, natürlich. Wegen, ja, dem einen Punkt mehr Schaden, der halt massiv viel wert ist. Fernkampfangriffskraft. Wir haben jetzt hier Schaden pro Sekunde 15,3. Damit machen wir 15,5. Damit ist halt alles Mögliche eingerechnet, auch Crit und so weiter. Ja, vielleicht ist da der Schaden etwas über, also der Schaden von der Waffe etwas überbewertet. Dann senke ich den einfach mal minimal. Der müsste ja dann Attack Power sein. Damit senke ich aber auch die Bewertung der Beweglichkeit. Ja, ich behalte den jetzt jedenfalls und weiter. Da muss ich mal gucken, dass ich meine Wertungen vielleicht leicht anpasse. Oder war da auch noch was anderes wie Ausdauer bei, was der... Ne, das ist reiner Damage. Ach so, ja, klar. Weil der Schaden pro Sekunde bezieht Trefferchance, kritische Trefferchance, Hast und Expertise ein. Ich nehme den anderen, weil ich denke, ich die Trefferchance höher werte. Au. Oh. Okay, aber das sind 9,2. Trefferchance-Bonus ist schon ziemlich extrem. Naja, nehmen wir aber so. Ist halt ein bisschen weniger. Ja, was ist das? Aber damit treffe ich wenigstens zuverlässig. Was halt bei dem DPS nicht einbezogen wird, ist natürlich, dass man, wenn man nicht trifft, auch keine Kombo-Punkte sammelt. Ist ja nicht nur der Schaden, der fehlt, sondern die Kombo-Punkte sind ja dann auch nicht da. Oh, okay. Ne, Moment, da den angreifen und den C10 und dann können wir einfach wieder AOE'n. Der nächste. Eine Schlange ist wieder raus.
Bums, nächster. Da können wir jetzt eigentlich auf den verzichten. Und der dann noch. Mhm. Wächterarmschienen. Wächterarmschienen, episch des Eisfalls. Mit Expertise drauf. Beweglichkeit. Ja, die sind auf jeden Fall besser als die, die der Tank hat. Das ist auch wieder ein Hebel. Kommen wir aber nicht hin. Aber ich glaube, ich hatte noch nicht alles da mir angeguckt. Mhm. Naja, ich hatte ja unten noch eine Tür geöffnet, wo ich auch noch nicht war. Also nicht weitergekommen bin. Muss ich aber auch erstmal wieder hinkommen. Oh. Ja, genau dahin. Ja, ich hätte gern einen Kompass, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Aber eigentlich müsste ich jetzt hier so in der Region von dem Dingen sein. Da ist jedenfalls irgendwas am Rumzicheln. Da geht's abwärts. Aber da ist wieder zurück. Also eine Tür ist hier noch zu. Jetzt wüsste ich ja auch so langsam nicht mehr, wo ich noch hin soll. Das Ding ist halt, das Level ist halt ziemlich groß und ziemlich vertrackt. Naja, das ist halt von da oben, greift mich irgendwas an, aber das nutzt mir jetzt nichts.
Achso, den hatte ich auch getötet, aber... Na genau, er hat ein Schmuckstück da liegen lassen, wie es aussieht, komme ich aber nicht ran. Ja, das hat da unten diese Tür aufgemacht. Aber das reicht nicht, da muss noch eine Tür sein. Jetzt mal wieder zurück. Tja, und da ist auch eine Sackgasse. Hier scheint es jetzt nicht weiterzugehen. Also müsste ich da an der anderen Seite irgendwo noch was wohl übersehen haben. Ich denke, mit dem hier bin ich jetzt ganz gut hier durch der Ecke. Naja, ich gehe nochmal auf die andere Seite, da wo das, wo ich die Tür aufgemacht habe, aber ich glaube, da komme ich nur wieder zurück. Da bin ich ja, glaube ich, eben sogar zurück und dann da durchgelaufen. Na, hier. Das macht halt auch nur eine Tür auf. Also wieder zu quasi. Auf hätte ich gern. Da komme ich ja auch hoch, aber das nutzt mir nichts. Vielleicht sollte ich mal wirklich selber eine Karte von dem Level machen. Aber das ist halt schon ein bisschen viel. Hier bin ich schon länger nicht mehr gewesen. War wahrscheinlich aber nur so eine Abzweigung, wo ich noch nicht war. Da zischelt wieder was. Naja, das ist halt da oben. Jetzt komme ich wieder zur anderen Seite, wo es rechts... Ja, ne. Dachte ich jetzt, wo diese Wand ist, wo nicht
direkt hochklettern kann. Okay. Muss doch irgendwo rübergehen. Ist da vielleicht irgendwo eine Platte oder so? Nee. Aber da kann eigentlich nichts mehr sein. Naja, dass eine Geheimtür diese Haupttür aufmacht, ist eigentlich auch eher abwegig. Ja. Da müsste noch so ein Räumchen hier irgendwo sein, aber da finde ich keinen Weg zu. In dem Raum bin ich auch schon länger nicht mehr gewesen. Vielleicht geht's von da aus woanders hin. Da müsste ich erst irgendwie da wissen, wie man da hinkommt. Komplizierter wird das Ganze halt natürlich auch dadurch, dass das unterschiedliche Höhenebenen sind und man teilweise über andere Wege hin drüber läuft. Da eine gewisse Orientierung zu halten, ist schon so ein bisschen schwer. Oder was? Ja, okay, da war diese Sackgasse, wo ich eben meinte, dass ich da dran vorbeigelaufen bin. Ja, genau, da ist jetzt das, wo ich meinte, da, dass ich hier nochmal gucken sollte. Das geht jetzt da wieder hoch. Das ist auch unnütz. Ich
Das war nur ein Geheimgang. Okay, und das ist eine Sackgasse. Wenn ich jetzt eine Karte hätte. Legen wir mal ein Hähnchenschenkel hier hin. Als Zeichen, dass ich hier nicht mehr hinlaufen brauche. Oder... Ne, mach mal anders. Hier muss ich ja definitiv hinlaufen. Dann machen wir... Naja, das ist eigentlich auch blöd. Naja, ist egal. Wir machen erstmal ein Hähnchenschenkel dafür, dass da jetzt eine Sackgasse ist und dass da nichts weiter ist. So, da ist auch eine Sackgasse und da ist nichts weiter. Das heißt, wir können das wieder einsammeln und können das bis hier hinlegen. Da hinten ist nichts. So. Gucken wir mal, dass wir hier ein paar Sackgassen ausräumen können. Da kann man runterspringen. Das hier wird natürlich ein bisschen schwer auszuräumen. Links. Das Problem sind vor allem Dingen immer die Sachen, wo man im Kreis läuft. Okay, dann machen wir da mal hier die Stelle. Da waren auch mehrere Sackgassen. Das hier ist eine Sackgasse. Hier können wir... Da bin ich rein. Ich glaube, es macht Sinn, das hier mal zuzumachen, damit ich auch von der anderen Seite weiß, wo diese Ecke ist. Leg da jetzt ein Brot vor. Da war die Sackgasse. Jetzt haben wir hier nur... nur diesen Kreisel. Das heißt, das ist eine Sackgasse. Da ging es halt ja auch nicht weiter. Dann ist das auch eine Sackgasse. Also außer dieses Gitter. Nehmen wir den wieder weiter mit. So. Jetzt haben wir hier zwei Wege.
Das hier führt wieder dahin. Wo ging's denn hier hin? Das ist also auch eine Sackgasse. Also noch, aber da kommen wir ja so nicht hin. Also können wir hier komplett zurückgehen. Das hier ist alles Sackgassenterritorium. Da ist das Licht ausgegangen. Das ist auch eine Sackgasse. So. Quatsch. Jetzt hätte ich gerne mal neues Licht. So, suchen wir mal weitere Sackgassen zum Ausschließen. Wie das hier zum Beispiel. Das ist aber auch seltsam. Das ist eine ganze... Ein ganzer Raum, wo absolut nichts ist. Ich glaube, hier bin ich eben auch schon mal gewesen und habe nach Geheimgängen gesucht. Ja. Dann werfen wir da einen dunklen Stein hin. So. Sackgasse. Mit den Dingern kann man ja auch nichts machen. Da kann man ja nichts drehen oder so. Das hier ist auch so ein Raum, wo absolut nichts ist. Oh, da hat es aber gerade ordentlich geruckelt. Das hier ist auch eine Sackgasse. Werfen wir... Ja, das ist halt ein bisschen doof, weil ich da jetzt nicht weiß, ob das Stiefel sind, die ich dann weggeworfen habe oder nicht. Aber ich will jetzt auch keine Tränke wegwerfen. Also sollten schon Sachen sein, die ich nicht mehr brauche. So, also da Stiefel. Das ist quasi eine Sackgasse. Wo geht's hier hin? In den total offenen Raum. Hier bin ich aber...
auch schon länger nicht mehr gewesen. Da ist aber halt auch nichts aus in der Sackgasse. Ich glaube, da geht's jetzt um. Zum Eingang hin. Ja, genau. Das ist eine Sackgasse. Damit ist dieser ganze Abschnitt bis hier eine Sackgasse. Und damit ist das bis da eine Sackgasse. So. Machen wir mehr Schuhe. So. Okay. Damit ist der, hat das seinen Zweck auch erfüllt und ist damit auch eine Sackgasse. So. Haben wir das hier auch abgegrenzt und als Schrott für Schrott befunden. Das hier war diese eine Tür, die ich dann aufgemacht habe. Dann konnte man dann entsprechend durch. Schön. Wo führte denn die andere Seite hin? War das auch komplett Müll? Dann könnte ich das ja auch wieder weiterziehen. Gehen wir mal hier lang. Da haben wir halt eine Tür, wo es nicht weitergeht. Ja, und hier ist dieser total offene Raum, das hilft mir nicht viel. Oh, hier bin ich aber noch nicht gewesen. Nutzt mir aber nichts. Also bis dahin ist da absolut nichts. Da brauche ich nicht hin, das ist eine Sackgasse. Da werde ich jetzt ja von oben angegriffen oder was? Ja, das Problem sind auch diese offenen Dinger hier, die es verdammt schwer machen, es weiter abzugrenzen. Und das habe ich schon als Sackgasse befunden. Da greife ich, werde ich von oben angegriffen. Da brauche ich nicht hin. Wir können ja mal das hier nehmen. Diese Abschnitte sind halt auch ziemlich groß, wenn man einmal im Kreis läuft.
Es kann sein, dass da irgendwo eine Stelle ist, wo ich bisher einfach immer in die falsche Seite abgebogen bin. Wenn ich doch nur eine Karte hätte. Naja, da ist vorbei. Vielleicht sollte ich doch mal jetzt anfangen, eine Karte zu zeichnen. Weil das Abgrenzen alleine hat anscheinend nicht gereicht. Da ist immer noch viel zu viel offen. Da hinten, das war Sackgasse, genau. Okay, dann nehmen wir mal ein... Ich mache jetzt allerdings keine Kästchen-Map, oder? Das wird ja Ewigkeiten dauern. Wie in guten alten Zeiten. Na, okay, dann machen wir das mal. 4. Hier, da ist eine Nische. Dann haben wir hier eine Sackgasse. Es geht eins rein, nach unten. Hier rein. Eins rein, Sackgasse mit Geröll. Das geht wieder zurück. Dann noch eins zurück. Da haben wir zwei. Eins, zwei. Ende. Eins in den Raum rein. Zwei in den Raum rein. Da geht's auch noch. Unten. Da ist der. Jetzt im Raum nach oben. Nach rechts rein. Verengt. Eins. Zwei. Ecke. Nach oben. In einen Raum rein. Eins, zwei, Ende, nach oben, Gitter, eins, zwei, drei, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, und eine Abbiegung, da brauche ich jetzt nicht unbedingt weiter. Wir dahin. Eins, zwei,
2 und Ecke. 1, 2, 3, 4. Geht nach links auf. 1, 2, 2. Und dann haben wir da ein Tor auf der linken Seite, das zu ist. Und eins auf der rechten, das offen ist. 1, 2. Und jetzt habe ich das alte Problem. Papier zu Ende. Gehen wir erstmal nach unten. 1, 2. Auf der rechten Seite habe ich jetzt 1, 2, 3. Dann ist hier eine Ecke. Und auf der Seite haben wir 1, 2, 3. 2, 3. Und runter. Ecke runter. Und dann haben wir hier insgesamt zwei Teils frei. Hier sind 6. Okay. Dann haben wir hier eine Ecke. 1, 2, Gehen wir erstmal hier weiter. Der rechten Seite wieder 1, 2. Dann ist da Ende. Der ist hier zu Ende. Der ist in der Sackgasse drin. Und dann haben wir wieder 1, 2 nach unten. Dann geht's nach rechts. Okay, also diese Tür. Ja, genau. Das kann ich an sich alles ignorieren. Dann haben wir hier ein Gitter. Jetzt eins neben. Und dann haben wir hier aber einen Gang. Der war vermutlich auch nur jetzt hier nach oben. Ist das links nur ein einzelner Block und das Licht ist aus. Dann holen wir uns mal neues Licht. So, eins vom Ende. Geht's nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Also es waren jetzt 5, wo beim beiden Seiten Wände waren. 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wir hier. Aha. Na also. Ja, hier ist es dann tatsächlich, wo ich weiter musste.
Das hat jetzt ein klein wenig gedauert. Okay, dann, so. So. Und so, so. Rumpelpumpel. Achso, die Kanten, ja, machen. Schon mal aufqueuen. Den heilen wir hier ein bisschen. Abgeraucht, okay. Dann nehmen wir den. Dann machen wir jetzt hier ein bisschen Fokus. Wie viel hat der denn noch? Okay. So, dann können wir da einen Finisher direkt drauf machen. Die zieht die Aggro. Und das sollte dann jetzt auch eigentlich passen. Wunderbar. Ah, da flattert noch jemand rum. Und das dürfte dann wohl auch das Reptilien-Dingen sein. Wobei an ein so ein Ding bin ich auch schon gewesen. Also das hier ist nur eine Einmauer quasi. Wenn die am Regen sind, kann ich mir hier nur ein bisschen was aufzeichnen. Zwei. Dann haben wir da was. Mit einem Edelstein. Dingen. Eins. Dann haben wir hier eine Ecke. Mit Geröll. Super. Naja, und ich schätze, dass ich hier auch schon war und da an diesem Element quasi immer wieder vorbeigelaufen bin. Drachen, Fledermaus. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Ah, es sind zwei.
Oh, 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 oh. Schwupp. Na, hat doch geklappt hier. So, der andere. Jetzt finden wir hier wahrscheinlich einen Schalter, womit wir noch dieses letzte Ding aufmachen können. Genau den. Aber hier das, ich bin vom roten reptilischen Tod. Oh, das war das Falsche. Ja, keine Ahnung, wo wir das hinbringen müssen. Ja, da müssten wir jetzt nur noch... Das habe ich zugemacht. Ja, genau, das hatte ich zugemacht. Das müssen wir nur noch unten durch diese Tür gehen, die wir jetzt aufgemacht haben. Dann ist da wahrscheinlich auch der Endgegner. Aha. Das Ries. Vielleicht. Ne. Jetzt muss ich nur wieder diesen Durchgang finden. War das hier? Ich denke, ja. Höhlentroll Elite. Okay, Hieb. Ja, dann würde ich aber sagen, mach ich hier erstmal einen Schnitt. Und dann werden wir uns den Höhlentroll beim nächsten Mal anschauen. Sonst wird das hier ein bisschen lang. Ja, war ja diesmal nicht so viel herumgeirre bei. Aber ja, beim nächsten Mal wird es dann sicherlich wieder interessanter. Also, bis denne.